Leute, ich bin's wieder, euer Diddlecraft. Willkommen beim Adventskalender, den die Big Builders für mich gebaut haben. Heute werden wir das Türchen zum 22. Dezember öffnen. Schauen wir mal, was ich... Hier ist es auch schon. Und dann wollen wir schauen, was sich dahinter verbergt. Ein Geschenk. Ich liebe Geschenke. Aber das wisst ihr mittlerweile auch. So, gehen wir schauen. Was haben wir denn hier Schönes? Eine ganz schlichte und einfache Diorit-Holzverpackung. Gefällt mir auch sehr gut. Und was ist da wohl drin? Schauen wir nach. Der Briefkasten vom Weihnachtsmann. Hier in der Nacht ist der Nordpol besonders schön. Was? Nordpol? Nordpol. Okay. Das ist von Lady Albedo. Vielen, vielen Dank dafür. Schauen wir mal, was sie denn da alles... Kann man da... Da passiert nichts. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... Ein Weihnachtsmann sein Haus am Nordpol. Ah, wie cool. Schauen wir doch mal, wie das bei Nacht aussieht. Oh ja, das hat was von Nordpol-Stimmung. Das ist ja mega gut. Und das nenne ich mal ein richtig großes Iglu. Nicht so wie die Vanilla-Iglu. Das wäre ein Iglu. Meine Güte. Oh, stuck in der Fahne. Das ist mega schön. Gehen wir rein, schauen. Ich kann es kaum erwarten. Weihnachtsmann, ich komme! Wow! Das gut gemacht. Das ist mega schön. Die Stiefel über dem Kamin aufgehängt. Der Kamin ist auch sehr schön gemacht. Ist mal was anderes über die Ecke. Das ist mega gut. Dann haben wir einen Weihnachtsbaum mit vielen Geschenken drunter. Die gibt es am 24. Dezember. Geschenke auspacken, aufmachen, aufreißen, reinschauen. Alles will ich machen. Alles will ich machen. Oh, wie freue ich mich auf den 24. Dezember. Das wird mega. Dann haben wir noch die Kleider der Elfen vielleicht. Dann haben wir das Bett des Weihnachtsmanns. Das ist besonders groß mit Lektüre. Oder vielleicht sind das, hat er sie einsortiert, alle Wunschzettel, die die Kinder geschrieben haben, alle Wunschbriefe, was sie sich gerne zu Weihnachten wünschen, sind alle hier verstaut. Das ist so mega gut gelungen und mit diesem kleinen Baum im... Oh, das ist auch eine gute Idee. Das muss ich mir abschauen. Das sieht mega cool aus. Was haben wir denn hier? Noch mehr Briefe für den Weihnachtsmann und einen riesigen Stuhl. Der Weihnachtsmann muss ja riesig sein. Da bin ich ja klein dagegen. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Brave Kinder. Oh, jetzt wird's spannend. Diddlecraft, Drachenlady, Cleaning Knight, Kazmam. Komische Couts, Niki 1954, 1 Go 79, Lady Albedo und Aurabella Fiora. Das waren brave Kinder. Jetzt bin ich gespannt, das werden in dem Fall die bösen Kinder sein. Freche Kinder, Crystal, Magellan, Kenshin, Illuminatus. Das ist so gut gemacht. Richtig, richtig gut. Aber ich finde gut, sie hat freche geschrieben und nicht böse Kinder. Weil böse Kinder sind sie nicht, aber sie sind frech. Wie gut das gemacht ist einfach. Was haben wir hier? Wunschzettel Big Builder. Illuminatus. Eine Flasche. Ja. Ein Zolgon, ein Pony.
Steelcraft 10.000 Abos. Oh ja, das wäre cool. Bin ich sofort dabei. Diesen Zettel unterschreibe ich sofort. Drachenlady wünscht sich Glocken. Wer die Geschichte dahinter ein bisschen kennt, der weiß, wünscht sie sich nicht. Aber das finde ich auch gut. Niki wünscht sich Magellan im PvP zu besiegen. Das ist gut. Sie hat es schon versucht, hat es aber leider nicht geschafft. Crystal, ein Polarfuchs zum Kuscheln wünscht er sich. Kenshin wünscht sich ein Buch. 100 Minecraft-Streiche für Diddle. Das finde ich auch gut. Das ist eine wirklich gute Idee. Magellan wünscht sich ein Netherite Beacon. Auch das stimmt. Auf dem Veteranen-Server von Crocodile Andy sind wir diesen sogar schon am Bauen. Das wird schwer, den noch fertig zu kriegen, aber wir sind auf jeden Fall dran. Deswegen ist das auf der Wunschliste von Magellan. Komische Kauz wünscht sich mehr Ordnung im Lager. Definitiv. Er ist unser Ordnungskauz. Aurabella Fioro wünscht sich ein Drachenkuscheltier. Das ist auch schön. Das gefällt mir. Kasmam wünscht sich ein Navigationssystem für Kännchen. Das ist wirklich gut gemacht. Das gefällt mir. Lady Albedo wünscht sich ein blaues Axolotl. Das fühle ich. Das wünsche ich mir auch. Das will ich auch auf dem Big Builder Server. Und was kommt da noch? Cleaning Knight wünscht sich ein Autogramm vom Lieblings-YouTuber. Auf jeden Fall, das fühle ich. Der hätte wirklich, wirklich gerne ein Autogramm von seinem Lieblings-YouTuber. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Das ist eine wirklich gute Wunschliste. Das gefällt mir. Alles ist einfach mega gut gemacht. Auch das Ganze, auch der Kronleuchter, Mini-Kronleuchter. Auf jeden Fall sieht er mega gut aus. Gehen wir mal schauen, was es denn braucht, um das Ganze zu bauen. Na, das hält sich jetzt noch in Grenzen. Dass man das in eine Doppelchest kriegt, das ist... Respekt für, dass das so detailliert und so gut gemacht ist. Natürlich ganz viele Schneeblöcke fürs Iglu. Dazu noch ein bisschen Kalzit, Quarz. Alles drin. Komplett alles drin. Wie gesagt, ihr könnt da wieder gerne einen Screenshot machen. Euch das Ganze oder das Ganze pausieren. Dann würde ich sagen, haben wir das auch angeschaut und das ist mega gut gemacht. Das gefällt mir extrem gut. Es gefällt mir alles extrem gut. Es ist nur schwer, zu allem viel zu sagen. Wenn es etwas Größeres oder Kleineres ist, ist das dementsprechend schwieriger. Oder, hallo? Aber das ist mega gut. Mir gefällt, dass das Iglu so schön groß ist. Das Haus des Weihnachtsmanns, das gefällt mir. So, meine lieben Leute, das wäre es für heute auch schon wieder gewesen. Ich danke euch fürs Zusehen. Lady Albedo, dir vielen, vielen Dank. Und euch allen noch einen ganzen schönen Tag. Bis morgen zum 23. Dezember. Bis dann, euer Diddlecraft.